Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ich treffe mich gleich mit einem Kollegen aus Wien. Hab mich schon mal mit ihm getroffen und einem anderen Kollegen. Die waren zu Besuch, haben ein bisschen gechillt. Schauen wir mal, was wir jetzt machen. Vielleicht blende ich noch ein paar Sachen vom letzten Mal ein, weil heute wird es, glaube ich, nicht so spektakulär. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Alter, was geht ab, Leute, Junge? Zeige euch ein paar Highlights von der letzten Scanner-Tour. Da war ich mit ein paar Jungs unterwegs aus Wien. Die waren zu Besuch, dann haben wir ein bisschen gechillt, ein paar Sachen zusammen gemacht und dann hauptsächlich gescannt. Oder wie die es in Wien nennen, gesniped. Echt lustig. Haben uns ein bisschen ausgetauscht, ein paar Zuschauer, die halt gekommen sind und mit mir was unternehmen wollen. Also die sind nicht extra für mich gekommen, aber wenn sie schon mal da waren, dann können wir auch was unternehmen zusammen. Gilt auch für alle anderen Zuschauer, also könnt ihr mich anschreiben und dann, falls ihr was Interessantes zu bieten habt, dann können wir vielleicht was ausmachen. Auf jeden Fall, ihr wisst, die Map läuft nicht mehr 100%, nicht mal annähernd. Und seitdem haben wir echt verrückte Sachen gefangen und das Niveau ist auch gesunken. Die Ansprüche sind definitiv gesunken, vor allem meine. Ihr wisst, ich bin davor nur für 100% aufgestanden. Das kann natürlich so nicht weitergehen. Dementsprechend seht ihr hier ein paar nicht 100% Sachen, ein paar andere Sachen, die man mitnehmen muss. Jetzt, falls man auf Tour fährt, kann man natürlich nicht mehr nur noch 100% Sachen erwarten. Da muss man auch mal andere Sachen mitnehmen. Dementsprechend das Thema heute, 100% Pokémon, der Traum, der ist leider gestorben. Die 100% Challenge ist eigentlich keine Challenge. Man spricht vom Teufel und da ist er auch. Ein Dratini irgendwo. Oh, ganz am Rand. Nee, danke. Was wollte ich sagen? Achso, ich wollte sagen, ist eigentlich keine Challenge, sondern eher so ein Vergleich mit Julian. Wir sind da beide sehr beschäftigt, also versuche ihn nächste Woche drauf anzusprechen nochmal. Aber wie gesagt, wir sind da echt sehr beschäftigt. Dann versuchen wir das mal demnächst aufzulösen. Aber mein Traum, meine Idee von den 100% Pokémon ist gestorben, dementsprechend, deswegen war ich auch bereit, jetzt dann alle zu zeigen. Hat sich halt gut ergeben mit Julian und so, aber sonst hätte ich es halt irgendwie anders gemacht. Und langsam zeige ich euch eh alle, indem ich alle pushe. Eines der letzten 100% Pokémon, die ich wahrscheinlich fangen werde, und auch eines der besten, coolsten für mich, zeige ich euch jetzt oder blende ich hier ein. Das 100% Pikachu vom Jahrestag mit der Ash Cap. Ich habe eins bekommen, Shoutout an Philipp, danke. Beim Lootball Park hier im Norden. Mein Gebiet eigentlich, dort war auch meine alte Schule und da habe ich auch das Partyhut Pikachu mit 100% gefangen, also bester Spot. Egal was da kommt, da habe ich auch echt gutes Galaxo schon gefangen, 91% mit über 2,8 WP glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, ungefähr sowas, 2,7 sowas. Also da habe ich echt gute Sachen schon gefangen, egal was da kommt, müsste ich eigentlich immer erwischen, auch ohne Auto. Ja, das war der eine Punkt, der andere, wie gesagt, die Jungs aus Wien. Sind gekommen, haben mich abgeholt, sind ein bisschen umgefahren, haben ein Raid zusammen gemacht. Ein Machomai, weil gab es gerade nichts anderes. Und zu dritt schaffen wir keinen Vierer, auch wenn wir alle Level 40 waren. Haben mir ein bisschen was über Wien erzählt, also echt coole Community haben die anscheinend dort. Und auch viele Module, viele Stops und sowas. Haben mir auch von der Stopdichte erzählt, von den Nestern. Also ein bisschen ausgetauscht, echt interessante Sachen. Ihr wisst, ich habe mal in Wien studiert. Oder falls ihr es nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Ich habe dort mal studiert. Das erste Mal, bevor ich abgebrochen habe dort. Und auf jeden Fall, vielleicht werde ich irgendwann mal wieder zurück nach Wien schauen. Damals, als ich dort war, gab es natürlich noch kein Pokémon. Aber wie gesagt, den Raid gemacht und danach ein paar Sachen geschnappt. Ein paar nicht so hochprozentige. Ja, wir haben echt, also Dratinis kann man immer fangen. Wie immer blende ich hier meine drei Dratinis ein, wie die nacheinander gefangen werden. Was haben wir so alles gefangen? Zum Beispiel 96% Evoli mit relativ viel IV, nicht IV, mit 794 WP oder so, 762. Ich habe sehr viele 100% Evolis noch, also ich habe es nicht unbedingt gebraucht, aber Evoli ist auf jeden Fall seltener geworden und
kann man schon mal mitnehmen, also so schlecht war das auch nicht. Dann natürlich Voltilamps, ihr wisst, ich versuche einen Amphagos zu entwickeln und auf Max zu pushen. Dementsprechend brauche ich da Bonbons. Ich konnte jetzt die meisten dazu überzeugen, auch Voltilamps zu scannen und mitzunehmen. Da versuchen wir jetzt immer ein, zwei mitzunehmen, wenn es geht. Dann auch sowas wie 98% Endivir. Wobei das echt nicht schlecht ist, also den hätte ich glaube ich auch so mitgenommen. Weil 100% kriegt man echt nicht immer und 98% ist eben das zweitbeste. Ist echt nicht so schlecht. Zum Beispiel 98% Voltilam oder 98% Lapras ist auch top. Dementsprechend, ich habe 100% Feurigel. Jetzt ist es halt ein Tornupto, 100% der blaue Dino. Wie heißt der nochmal? Impagator. Aber kein gutes Endivir. Und jetzt 98%. Besser als nichts auf jeden Fall. Dementsprechend haben wir auch, Moment, was war das? Dementsprechend zum Beispiel auch 96% Kleinstein mitgenommen. Was wir früher auf jeden Fall nicht getan hätten, aber jetzt muss man halt. Aber Kleinstein bzw. Geowatz auch nicht so schlecht. Vor allem gegen die legendären Vögel ist Geowatz top. Und der hatte auch ein relativ hohes Level, 27 sowas. 26, 27, 28, irgendwie sowas. Also hohe WP, hohes Level in Kombination mit relativ hoher IV. Kann man jetzt auf jeden Fall auch immer mitnehmen. Habe ich schon gesagt, wie immer Dratinis. Kann man echt immer mitnehmen, da hat man nie genug. Eigentlich hat man irgendwann genug, aber man ist gierig und süchtig. Dann auch sowas wie Weiterentwicklung. Machomai würde ich auch, Machomai auf jeden Fall würde ich immer mitnehmen. Aber auch sowas wie Lizaros. Der ist mir leider geflohen, aber sowas kann man auch mitnehmen. Wenn es so nicht allzu weit weg ist, also wenn es relativ nah auf dem Weg ist, dann kann man den auf jeden Fall auch mitnehmen. Auf jeden Fall solche Sachen, wie ihr sehen könnt, unsere Ziele, unsere, wie nennt man das, Ansprüche, sind gesunken, was aber nicht schlimm ist, man muss sich ja mit dem Spiel weiterentwickeln. Ansonsten war es das, schnelle, kurze Folge heute, weil ihr wisst, heute ist das Event. Ich bin echt gespannt, ich muss früh raus, noch ein paar Sachen erledigen. Sehr interessantes Video, das kommt hoffentlich morgen oder übermorgen. Bleibt dran, bleibt gespannt. Ansonsten hoffentlich heute Event, hoffentlich wird es richtig geil. Vielleicht kommen die Legendären heute sogar, mal schauen. Ansonsten Shoutout an die Jungs aus Wien. Wir sehen uns wahrscheinlich in Prag wieder. Und euch sehe ich vielleicht am Bordeaux-Platz später. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Und vergesst nicht, Pokémon und Serious Business.